Studierende bekommen heutzutage so viel Geld von zu Hause mit, dass sie nicht mehr nebenher arbeiten müssen. Eine These, die man immer wieder hört. Ich glaube sie nicht, aber komischerweise, es bewirbt sich kaum jemand in der Gastronomie. Liegt es daran, dass ein Mythos über der Gastronomie hängt? In der Gastronomie wird schlecht bezahlt, in der Gastronomie ist alles sehr stressig. Keine Ahnung, aber lass uns deshalb heute mal über Geld reden. Wie läuft eine Bewerbung bei uns ab? Du bewirbst dich bei uns recht unkompliziert, sei es per WhatsApp, per E-Mail, per Privatnachricht auf unseren Social-Media-Kanälen oder ganz einfach, du kommst bei uns in der Bar vorbei, schaust dir alles an und sagst mal Hallo. Dann bekommst du einen Termin zum Probearbeiten. Wie schaut dieser aus? Probearbeiten findet bei uns genau zweimal statt. Und zwar das erste Mal unter der Woche, wenn es etwas ruhiger ist und man Zeit hat, das System, die Bar, wo was ist, die Ware, der Aufbau, das Lager und so weiter in Ruhe zu erklären. Der zweite Termin ist dann am Wochenende. Da geht es dann schon ein wenig zur Sache und ihr arbeitet voll mit. Natürlich nicht alleine, ihr werdet dabei betreut. Umsonst ist das Ganze nicht, denn ihr werdet beim Probearbeiten mit 10 Euro netto pro Stunde entlohnt. Egal, ob es was wird oder nicht. Nach den zweiten Probearbeiten setzen wir uns dann in Ruhe nach Feierabend zusammen. Du berichtest von deinen Erlebnissen und Eindrücken bei uns und wir sagen, wie wir deine Arbeit einschätzen, wie wir dich einschätzen und wie wir dich im Team sehen. Danach entscheidest du und wir zusammen, ob es eine weitere Zukunft und einen weiteren Weg für uns beide gibt. Wenn wir entscheiden, dass es für uns gemeinsam weitergeht, dann bekommst du für eine Einarbeitungszeit 11,50 Euro netto bei uns. Sobald du drin bist, maximal aber nach dem vierten Monat, erhöhen wir dein Nettogehalt auf 15 Euro. Ach ja, und bevor wir es noch vergessen, ein Gimmick gibt es nämlich da oben drauf noch.